Das ist Max. Er hat das Auswahlverfahren bei der Polizei Sachsen bestanden und beginnt im September endlich seine Ausbildung an einer der drei Polizeifachschulen. In den ersten Tagen und Wochen wird er mit jeder Menge Informationen rund um die Ausbildung, Beamtenstatus und Versicherung überhäuft. Nun kommen auch die Gewerkschaften und werben für sich. Max stellt sich anschließend die Frage, ob er einer Gewerkschaft beitreten soll und wenn ja, welcher. Er entscheidet sich für die GdP, die größte Polizeigewerkschaft mit 8000 Mitgliedern im Freistaat. Dort erhält er als Anwärter für nur 2,50 Euro im Monat den gesamten Leistungsumfang. Das beinhaltet zum einen eine kleine Anwartschaft, welche er nicht extra abschließen muss, und zum anderen genießt er ab dem ersten Tag den vollen Schutz der Versicherungsleistung, wie Rechtsschutz, Unfall- und Regressversicherung. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch viel Geld. Max ist damit gut geschützt und muss sich nur noch um eine Pflegepflichtversicherung kümmern, welche er dank einer Partnerschaft vergünstigt bei der PVAG erhält. Max freut sich riesig, da er als neues Mitglied zusätzlich ein paar nützliche Geschenke für seinen Berufseinstieg bekommt. Neben einem Ordner mit einer Vielzahl an wichtigen Informationen erhält er als Willkommensgeschenk die aktuelle Gesetzessammlung, eine Tasche inklusive Patch, eine coole Sonnenbrille, ein wassergeschütztes Klemmbrett und viele weitere praktische Gegenstände. Mit einer Mitgliedschaft hat er außerdem exklusiven Zutritt zum Polizeisozialwerk, welches ihm jede Menge Vorteile und Ermäßigung bei Familie, Freizeit und Entertainment bietet. Für seine erste eigene Wohnung erhält er dort auch günstige Tarife für Strom und Internet. Mit der Entscheidung für die GdP ist Max nun rundum abgesichert und kann sich voll und ganz auf seine Ausbildung konzentrieren.